Hallo Leute und willkommen zurück zur Schneewittchen-Challenge. Sie wäscht sich jetzt gerade die Hände und möchte sich dann im Bett vor allen verstecken, weil das doch ein wenig peinlich war in der letzten Folge, als sie ins Badezimmer gekommen ist. Und ich werde jetzt erstmal das ganze Essen hier verstauen. Das funktioniert supi. Und dann gucken wir doch mal, was die Männer machen. Oh Gott, der Güdi ist auch total beschämt. Was machst du, Waldemar? Hast du dich hier in irgendeine Ecke zurückgezogen? Du bist auch müde, ne? Soll ich dich vielleicht erstmal unter die Dusche schicken? Ich meine, da hinten ist jetzt gerade frei. Wenn jetzt niemand anders auf die Idee kommt, da reinzugehen, dann passt das schon. Der Erich sitzt hier oben und futtert. Okay, was macht der Jürgen? Der Jürgen könnte eigentlich auch mal duschen gehen. Der spielt da jetzt ein bisschen mit dem Sepp. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil wir dann ein bisschen mit unseren gemeinen Interaktionen weitermachen können. Ich weiß, da machen wir ihn wütend. Das ist nicht so cool, aber wir müssen es ja trotzdem irgendwie hinbekommen. So beleidigen. Manni schläft auch. Okay. Was hast du da vor? Spielen. Ja, ich gehe davon aus, dass du gleich nicht mehr im Müll spielen willst. Dann wird es dir nämlich nicht so gut gehen. So, James schläft da jetzt auch. Okay, und du. Was? Nein! Nein, ich wollte doch gar nicht, dass sie duschen geht. Warum? Und jetzt geht er nämlich, na super, jetzt geht er nämlich nach oben ins Bett, ne? Ja gut, dann macht das von mir aus. Ich glaube, es sind noch so knapp 20 Stunden, bis ihr alle arbeiten müsst, ne? Moment mal eben, mal gucken. 20 Stunden bis zur Arbeit, ja, bin ich gespannt, ob wir dann in dieser Folge das schon hinkriegen, dass drei von denen arbeiten sind. Sag mal, Waldemar, was ist mit dir? Warum schläfst du denn nicht? Hat dich da jetzt einer... Oh nein, er backt rum, Leute. Genau, oh, genau das Problem hatte ich vor der letzten Folge. Pass mal auf, ich muss kurz in den Baumodus. Und jetzt müssen wir mal schauen, dass wir das hier irgendwie hinbekommen. Also, ich habe das mit dem... Das geht ja nicht. Ich habe das mit dem Reset-Sim-Cheat versucht. Das hat nicht funktioniert. Dann mit diesem komischen... Jetzt kriege ich das hier nicht hin. Mit diesem komischen Debug-Cheat, wie auch immer. Das ist so blöde hier. Ganz ehrlich, das ist so blöde. Und das ist gerade das Einzige, was ich machen kann. So, geh mal bitte hier hin. Mach das mal, mein Lieber. Die buggen da nämlich aus dem Bett raus. Das ist so blöd mit dem Dachboden. Ich muss das auf jeden Fall ändern. Mache ich vielleicht in der nächsten Folge. Jetzt weiß ich nicht, ob ich hier einfach eine normale Wand ziehen kann. Ist das dann richtig? Ich kann hier ja nichts. Ich kann hier nichts vernünftig einblenden. Das ist echt so doof. Wie mache ich das denn jetzt? Weil im Baumodus kann ich mir das nämlich auch nicht inklusive Wände anzeigen lassen, wie ihr vielleicht seht. Mal so und so. Ich weiß es jetzt nicht. Dann stelle ich das Bett da wieder hin. So. Und seht ihr, wenn wir dann wieder in den ganz normalen Spielmodus gehen, dann kann ich mir die Wände hier normal einblenden lassen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier Humbug oder so gemacht habe. Auf jeden Fall schicke ich ihn da jetzt ins Bett. Sieht das richtig aus? Ich weiß es nicht. Das kleine Dach ist drauf. Es sieht richtig aus, aber ich werde das ändern. Ich werde das echt ändern müssen. Ich meine, so kann es nicht weitergehen, wenn die dann hier immer irgendwo im Dach stehen, ist das auch nicht so cool. Was ist da jetzt bei euch los? Was ist da bei euch los? Ihr quatscht ein bisschen. Ja, ich muss ein bisschen auf eure Bedürfnisse gucken, ne? Erich, was ist denn mit dir? Wie wäre es, wenn du einfach mal in die Dusche hüpfst? Wer ist da draußen? Was macht der Sepp denn da? Der spielt da echt im Müll. Hätte ich nicht gedacht. Okay. Günni, nein, Jürgen. Jürgen, was machen wir mit dir? Du musst auch duschen. Okay. Ich bin dafür, dass Schneewittchen jetzt erstmal den Teller hier wegräumt. Kannst du mal bitte aufräumen? Und du, ja, du musst da dann erstmal rumstehen. Und was machen wir mit dir, mein Lieber? Du willst da mit ihm quatschen, verrückt anfunkeln. Das könnt ihr gerne tun, sofern ihr da einen Ort findet, wo ihr euch treffen könnt. Hier nämlich. Was ist der eine, der in der Dusche? Ja, was ist da jetzt mit dem verrückten Anfunkeln? Passiert da noch was? Und er lacht auch noch drüber. Weißt du, eigentlich müsste er ja voll der Fiese sein. Aber okay. Ist es hier wieder der Direktor oder wer ist das? Hannah Black. Hey Sophia, wir fänden es toll, wenn du unserer Gruppe Gartenzwerge beitreten würdest. Boah, das würde voll gut passen. Das würde voll gut eigentlich passen. Ich mache das mal einfach. Ich meine, ich erlaube jetzt einfach mal Gruppen. Warum nicht, ne? Ich bin dabei. Willkommen in der Gruppe. Dankeschön. Aber zu einer Versammlung möchte ich gerade noch nicht gehen. Das können wir dann früher oder später mal machen, aber nicht jetzt am Anfang, wenn ich hier gerade noch alles unter Kontrolle bekommen muss. Was ist hier? Große Versammlung im Bad, oder was? Pass auf, du gehst in die Dusche. Und was machen wir mit Erich? Erich geht es jetzt soweit gut. Dann könnte der doch eigentlich noch ein Buch lesen, ne? Problemscheune nochmal lesen. Was ist das hier? Pudding im Orbit. Dann lies doch mal bitte das hier. Und was machen wir mit dir? Level 3 der Comedy-Fähigkeit.
Ja, du könntest doch mal. Pass mal auf, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier Schönes? Du könntest eigentlich mal ein bisschen spielen, ne? Sims herausfordern, dann fordert doch mal, wer ist denn noch wach? Der, nee, der ist jetzt in der Dusche. Waldemar ist gerade schlafen. Dann bin ich dafür, dass du alleine einfach mal ein bisschen trainierst, dass wir hier jetzt ein bisschen Ordnung reinbekommen. Also echt nur ein bisschen. Was macht ihr zwei da? Schaut ihr euch da Fotos auf dem Handy an, oder was? Was machen wir mit dir, Schneewittchen? Du hast ein bisschen Hunger, pass mal auf. Dann hol dir doch. Ach, hat sie gerade vor. Okay, dann mach das. Dann ist das schon in Ordnung. Hol dir was Leckeres aus diesem wunderbaren Kühlschrank. Der Manni ist da jetzt auch aus der Dusche wieder da. Okay, 2 Stunden Musik hören und noch 2 Stunden Musik üben. Dann bin ich dafür, dass du direkt noch mal ein bisschen übst. Und du kannst hier mal mit deinen Gemeinheiten weitermachen. 5 hast du schon gemacht. Gemein über Outfit spotten. Und dann kannst du gemein andeuten, Mutter sei ein Lama, passend zum Spiel. Und dann kannst du beleidigen. Und danach, wenn du das alles gemacht hast, dann kannst du nämlich in die Dusche gehen. Achso, Warteschlange ist voll. Ist es schon soweit? Okay. So, Günni. Günni liest da auch. Ach, ist das süß. Sitzen die hier zusammen und lesen? Schön und gut, aber er muss ja eigentlich. Oh, hallo Clementine. Er muss ja eigentlich noch ein paar Dinge ausgraben und so, ne? Hier ist aber gerade nicht viel. Ach, schade. Schade, schade. 10 Sammelobjekte. Ich bin mir nicht sicher. Wir könnten mal versuchen, ob diese Pflanzen hier dazugehören, ernten. Bin ich mir nicht sicher, werden wir sehen. Du liest das Buch auf jeden Fall zu Ende. Du bist am Spielen und du bist da schön beleidigt worden von ihm. Aber er findet es anscheinend nach wie vor witzig, oder wie? Gemein über Outfit spotten. 10 gemeine oder schelmische Interaktionen anwenden. Ja, das scheint ihn ja gar nicht so zu interessieren, den Sepp, ne? Nicht so wirklich. Wir können ja noch mal Unfug. Wir können ja mal über Karriere lügen. Oh, Günther hat die Gartenfähigkeit erworben. Hat das denn jetzt hier was gebracht? Oh, Moment. Was haben wir jetzt hier? 5 Kristalle, 3 Frösche, 3 Fossilien. Woher bekomme ich Fossilien? Findest du, indem du an speziellen Steinen graben gehst? Okay, die Frage ist, wie lange dauert es eigentlich, bis hier irgendwas nachwächst? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. So, pass auf, dann schicken wir dich jetzt zur Toilette und danach in die Dusche. Und der arme Jürgen muss da echt warten mit seiner Dusche, ne? Kann jetzt erstmal da schön beleidigen. Okay, so, Waldemar schläft noch. Huch, Waldemar, du schläfst ganz schön lange, ne? Und der James, oh James, du könntest doch mal aufstehen, könntest gleich auch unter die Dusche. Aber vielleicht erstmal, jetzt ist Schneewittchen gerade hier dran, sonst hätte ich gesagt, kann er sich vielleicht mal Hände waschen, Zähne putzen, irgendwie sowas. Aber wenn er da jetzt gleich aufs Klo geht, Hände waschen kannst du mal machen, Zähne putzen, dann geht das zumindest ein bisschen nach oben. So, du bist gut versorgt, wunderbar. Was machst du jetzt? Angel sie dir lesen. Nein, ich bin dafür, dass wir jetzt mal ein bisschen an deiner. Oh, hallo Mandy, Skulptur herstellen. Wollen wir die Mandy mal begrüßen, wenn die gerade schon mal hier ist? Hereinbitten. Bitten wir doch mal die Mandy herein. Ich wollte jetzt ein bisschen an der Schelmfähigkeit, ach, an der Geschicklichkeitsfähigkeit arbeiten. Aber das ist schon okay so. Hallo Mandy. Es ist wunderbar, dass du und deine Brüste hier sind. Ist sie nicht so gut drauf? Kann das sein? Ach, du bist auch angespannt. Frische Luft. Ja, Mandy, komm doch rein. Lustig. Geht ihr jetzt da rein, oder was? Ich wollte, dass du ein bisschen mit der Mandy laberst. Lustig vorstellen. Das mit dem Hereinbitten hat anscheinend nicht so funktioniert. Er kommt jetzt auch da durch, denkt sich so, was ist das denn für eine süße Maus? Obwohl die echt nicht gut drauf ist, ne? Mandylein, über Langeweile beschweren, ja, können wir doch mal machen. Über Rechnung beschweren. Oh, Rechnung, haben wir die echt bezahlt in der letzten Folge noch? Nee, ne? Hier liegt auch der Müll rum, das darf Schneewittchen dann auch wieder machen. So, Rechnung bezahlen. Und danach kannst du das hier wegwerfen und auch das hier wegwerfen. So, du bist schön am Spielen, okay? Das hast du erreicht, 2 Stunden Musik hören. Dann bin ich dafür, dass du jetzt erstmal zum Klo gehst. Boah, was für. Sag mal, warum gehen die nicht auf die Toilette hier verwenden? Ach Quatsch, nicht der. Hä? Boah, Leute, ich komme noch ganz durcheinander. Warum nehmen die nie die andere Toilette? Okay, Sepp hat sich da gerade was zu essen geholt. Soweit ist alles in Ordnung. James ist jetzt auch wieder ready und könnte sich eventuell um seine Pflanzen kümmern. Oder? Nee, kann er gar nichts machen. Ja, toll, die Mandy ist noch da. Aber ich habe gerade ein bisschen das Gefühl, dass wir mit der nicht viel machen können. So, dass ich gerade irgendwie. Sie steht da auch voll blöde am Zaun, ne? Ich habe gerade das Gefühl, ich habe nicht wirklich Zeit für sie.
Ich muss mich hier so um die Männer kümmern. Das echt nicht gut wird. So, Hygiene, sag mal, warum gehst du nicht duschen? Jetzt gehst du bitte endlich duschen. So, Sepp hat was zu futtern. Wunderbar. Waldemar schläft. Günni steht einfach rum, trinkt ein Glas Wasser. Okay, oh Gott, hier ist das dreckig. Ich darf Schneewittchen dann gleich machen. Oh, was ist los? Was ist denn da los? Da gibt es aber jetzt Ärger, ne, wenn sie hier reingeht, oder? Ich werde das so machen müssen, dass ich die Dusche vielleicht doch früher oder später mal ein bisschen abtrenne. Hallo James, möchtest du vielleicht mit mir spielen? Wir können ja mal von Herzen kommendes Kompliment machen, weil er so ein netter Typ ist. Ja, Techtelmechtel fragen, nein, das muss nicht unbedingt sein. Er quatscht jetzt mit dem Handy oder was? Das passt ja aber gar nicht zusammen. Aber okay. So, mein Lieber, hol dir bitte was zu essen. Hier am besten Würstchen und Bohnen. Aha. Ja, Manni, du bist auch ein ganz toller, ne? Vor allem bist du auch kokett. Voll cool. 2 Stunden Musik hören. Und mit Sepp müssten wir mal ein paar witzige Sachen machen. Level 3 der Comedy-Fähigkeit. Vielleicht verwende das Mikrofon, schreibe Witze am Computer, das fällt hier alles flach. Oder lies ein Fähigkeitenbuch über Comedy. Ja, ja. Direkt am Bücherregal kaufen. Wir können mal gucken. Hier haben wir ein Bücherregal. Öffnen. Wir können ja mal gucken, was wir hier so haben. Romantik, Kinder und Fantasy, Sachbuch. Science Fiction, ich glaube, da müssen wir eins kaufen, ne? Krimi? Lesen, Bücher aufräumen, Bücher kaufen. Wir können ja mal kurz gucken. Ich meine, wir haben ja noch ein bisschen Geld. Wo kann man denn sehen? Ist das nicht sortiert? Ach da, Fitnessband 2. Und was brauchen wir? Comedy, ne? Ist das nicht sortiert? Alphabetisch, E wie Energie, dein Körper, bla bla. Fitness, Gitarre? Ich hätte gern Comedy. Klavier, Kochen. Das ist schon alphabetisch aufgeteilt, aber Programmieren. Aber ist es nicht bei C, oder? Ich war jetzt gerade blind. So, fangen wir nochmal hier oben an. Das sind die ganz normalen Bücher. Charisma. Ah, nee, da ist es. Moment, ich habe gerade irgendwo Comedy gesehen. Da, Comedy Band 1. Ich kaufe das jetzt einfach. So, sehr schön. Und dann kannst du das hier nämlich lesen. Dann lernst du da auch noch ein bisschen was. Ja, Mandy, schön, dass du hier aufräumst. Das freut mich voll. So, Sepp, nimm dein Büchlein, setz dich irgendwo hin. Keine Ahnung. Genau, setz dich dahin, lies dein Buch, das passt schon. Erich, oh, die Pupsen wieder ohne Ende, ne? Erich, Waldemar am Schlafen. Ich habe das Gefühl, der Waldemar pennt nur. Und du gehst da jetzt zum Klo. Okay, das heißt, Schneewittchen ist gerade rein theoretisch frei und kann hier sauber machen. Ich weiß, sie hat super wenig Spaß. Aber ich hoffe wirklich, dass wir daran arbeiten können, wenn dann 3 der Männer endlich mal arbeiten sind. Können wir auch ein bisschen tanzen und so, das wäre total toll. Das könnte der Manni eigentlich jetzt auch machen, oder? Einschalten, Musik hören. Ich glaube, ich muss doch intensiv zuhören, oder? Was können wir denn mal hören? Klassische Musik. Wir hören mal klassische Musik. So, wähle, welchen Stil du hören möchtest. Können im Baumodus... Ja, ja, okay. Oh ja, das passt zu ihm. Ja, ja, er kann ja zwischendurch gerne noch ein bisschen mit der Mandy quatschen. Das ist schon in Ordnung. So, wie sieht's aus? Aufgewischt? Ja, gleich. Gut. Hab einen Freund oder eine Freundin? Ja, gut. Das ist jetzt erstmal noch belanglos. Das wird dann früher oder später alles noch kommen. Der Günni pupst da ohne Ende rum, ne? Wird jetzt auch langsam müde. Es ist 8:30. Ich guck mal gerade, können wir schon wieder was ausgraben? Nein, sieht nicht so aus. Ach, Manu. Haben wir hier hinten? Da kommen wir so gar nicht hin. Haben wir hier hinten vielleicht noch irgendwas? Wer ist da denn? Oh Gott, ich wieder am Joggen. Es ist in jeder Challenge das Gleiche, ne? Ich renne immer hier rum und bin wie wild am Joggen. Und er lernt dazu. Ach, schön. Und sie kümmert sich um den ganzen Haushalt. Aber gut, so ist es halt. So, du bist auch schon wieder wach. Möchtest du Schaumbad nehmen? Nee, weißt du was? Geh duschen. Geh echt duschen, außer der Erich wollte da jetzt hin. Was will der Erich? Ein Glas Wasser nehmen. Ist natürlich auch schön. Hat er jetzt seine 3 Bücher gelesen? Ja. Level 3 der Logikfähigkeit. Dann bin ich dafür, dass du einfach mal ein bisschen spielst. Und Manni, hast du schon zugehört? Du nimmst jetzt was zu trinken. Warum? Warum nimmst du dir was zu trinken? Das ist doch total blöd. Pass auf, dann machen wir das hier aus. Und schicken dich nämlich ins Bett. Schlafen gehen. Wo will der Jürgen jetzt hin? Da hinten ins Bett. Okay, ist in Ordnung. Hast du dein Buch zu Ende gelesen? Hat er das zu Ende gelesen? Level 2 der Comedy-Fähigkeit hat er schon. Oh, das geht schneller als gedacht.
Cool. So, du bist in der Dusche und gehst gleich direkt noch ein kleines bisschen angeln. Ach, die Julie und die Julia. Ach, wie schön. Das freut mich. So, er muss noch 5 Fische fangen. Okay, die Mandy steht hier total verloren rum. Keiner kümmert sich um sie. Es interessiert einfach keinen so. Jetzt setzt sie sich dazu. Ja, gut, wir können ja ein bisschen mit ihr quatschen. Über Nachbarn tratschen kann man ja mal machen. Über Grundbesitz plaudern auch immer super wichtig. Und ihr den Tag verschönern, weil wir einfach so nett sind. Jips. Ach, der James, ne? Ich finde ihn so cool, muss ich sagen. Ah. Er liest da angestrengt sein Buch. Ich hoffe, sie kommt nicht auf die Idee. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, sie kommt nicht auf die Idee, mit ihm zu flirten. Wir machen ihm einfach mal ein Kompliment. So, 10-mal jäten oder gießen. Das dauert so lange mit unseren Pflanzen, habe ich das Gefühl. Warum? Können da gar nichts machen. Nee, es dauert echt noch ein bisschen. So, fleißiger Angler, hast erst einen Fisch gefangen. An 3 verschiedenen Orten angeln. Okay, das werden wir dann früher oder später noch hinbekommen. Du bist mit deiner Logikfähigkeit beschäftigt. Ja, es läuft doch alles ganz okay, würde ich sagen. Schneewittchen schläft, ihr geht es gut. Und was macht Mandy jetzt? Ich muss los, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ach so, das war's schon. Okay, ja, dann ist jetzt die Frage, was machen wir mit dir, James? Du isst da jetzt noch ein bisschen, möchtest dir dann hier irgendwas ansehen? Ja, gut. Nee, du kannst dann in die Dusche gehen. Ich warte aber erstmal, bis er aufgegessen hat. Nicht, dass er das gleich. Ist er krank? Bist du etwa krank? Nicht, dass er das jetzt abbricht. Wie gesagt, dann warte ich eben, dann schicke ich ihn in die Dusche. Waldemar hat einen guten Fang gemacht. Waldemar, du bist ja supi. Cool. Oh, wer läuft denn da so schick? Die rosa Rainbow. Du bekommst auch bald Hunger, ne? Ich habe übrigens das Gefühl, er ist irgendwie dünner, als ich ihn erstellt habe. Ich muss sagen, ich habe ihn doch relativ dick erstellt und er ist jetzt gar nicht so dick. Na, ist noch ein Bettchen frei für dich? Kannst du da rein oder spinnst du dann wieder rum? Wahrscheinlich spinnt es wieder, ne? Wollte ich dich nicht auch in die Dusche schicken? Pass auf, geh hier schlafen. Also, der Raum hier wird geändert. Definitiv wird der Raum geändert. So viel ist klar. So, ihr schlaft alle noch, das ist auch in Ordnung so. Das heißt, nur der Erich ist noch wach und spielt da jetzt und. Was machst du jetzt? Du hattest da das Buch in der Hand. Ach nee, ich wollte mit dir, wollte ich duschen gehen, genau. Boah, Leute, ich komme schon so durcheinander. Hier ist direkt die nächste Pfütze. Ich muss aber auch gestehen, ich habe jetzt eine günstige Dusche gekauft. Ich habe die auch nur gekauft, weil sie einigermaßen hier hinpasste. So eine ganz moderne wollte ich dann doch nicht haben. Und die passt einigermaßen gut. So, hier steht alles rum. Ja gut, das wird Schneewittchen dann wohl wegräumen müssen. Da kann ich jetzt auch nichts für. Und du hast auch bald Hunger, ne? Level 3. Ja, du hast jetzt Level 2. Weißt du was? Wir brechen das erstmal ab. Das reicht fürs Erste. Wir müssen das auch nicht auf Teufel komm raus hier alles in einem Stück machen. Ist ja dann auch doof. Da kann er sich besser jetzt noch was zu essen schnappen. Und dann, weiß ich nicht, möchtest du dich vielleicht hier vor den Kamin setzen oder so? Wir haben ja auch nichts zur Unterhaltung, ne? Also wir haben keinen Fernseher, wir haben keinen PC, wir haben gar nichts. Rein theoretisch dürften wir das haben. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das möchte. Ich finde das. Oh, Waldemar. Ich finde das so irgendwie. Ja, irgendwie passend. Wer bist du denn eigentlich? Irgend so ein Typ, der da jetzt erstmal Sport macht. So, 3 Fische hast du schon gefangen. Wunderbar. Soll ich den anquatschen? Nee, ne? Markus Flex? Ach nö. Ach nö, Markus, ich lege jetzt doch nicht so einen großen Wert auf deine Freundschaft. Du bist krank im Internet surfen. Warum bist du krank? Das tut mir voll leid. Möchtest du vielleicht, kannst du hier was machen? Du kannst bewässern, ja. Und dann können wir auch rein theoretisch mit ihm hier in der Gegend ein bisschen ernten, ne? Ich meine, kann er ja auch. Warum nicht? Können wir doch einfach mal machen, so, oder auch noch mal ernten. Er steht da und angelt so in aller Seelenruhe und er treibt dahinter Sport. Das ist auch so blöde. So, ich hoffe jetzt hier auf den 5. Fisch, dass wir den gleich noch bekommen. Und dann haben wir das fürs Erste auch erledigt. Noch 5 gemeine, schelmische Interaktionen von 2 Sims nicht gemocht werden. Gut, da möchte ich dann natürlich, so gut es geht, versuchen, irgendwelche Fremden zu wählen. So wie zum Beispiel Markus Flex oder keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendwen anders.
Level 3 Logikfähigkeit. Okay, das waren die schelmischen Interaktionen. 2 Stunden Musik hören. Gut, gut. Und bei dir Level 3 der Comedy-Fähigkeit. Gut. Leute, das ist gar nicht... Oh, dieses blöde Gebäude hier, ne? Das ist gar nicht so... So krass. So, Level 4 der Gartenfähigkeit. 5 verschiedene Pflanzen weiterentwickeln. Ich überlege gerade... Kannst du hier auch nochmal bitte ernten? Ich überlege gerade, ob wir nicht noch ein paar mehr Blumenkübel... Oh, wie schön. Wie schön. Ich bin so froh, dass ich das Haus hier hingebaut habe. Und nicht irgendwo in den Wald, wobei das passender gewesen wäre. Ja, ich bin am Überlegen, kaufe ich noch ein paar Blumenkübel? Wenn ja, wo stelle ich die hin? Ich weiß es noch nicht. Muss ich mir dann doch mal ein paar Gedanken drüber machen? Du gehst jetzt ins Bett, okay. Sag mal, hast du jetzt endlich mal deinen 5. Fisch gefangen? Komm schon. Komm schon, der letzte Fisch noch. Dann kannst du auch endlich was futtern gehen. Ich könnte rein theoretisch... die Staffelei erstmal wegpacken oder aber den Brunnen. Das ist zwar alles super schön, aber dann hätte ich doch lieber ein paar Pflanzen hier. Ob wir in dieser Challenge auch wieder eine Kuhpflanze haben werden? Ich weiß es nicht. Könnte man rein theoretisch machen. Müssen wir mal gucken. Oh, Waldemar. Hast einen guten Fang gemacht? Supi, damit bist du jetzt erlöst. Mein Lieber, hast lang genug geangelt. Es ist ja auch 1 Uhr schon. Dann kannst du dir noch ganz schnell was zu essen holen. Hier, das hier von mir aus. Boah, sieht's hier schlimm aus. Alles steht rum. Alles steht rum. Und ihr schlaft hier oben in aller Seelenruhe. Und hier liegen auch überall die Bücher rum. Was haben die mit den Büchern? Warum räumen die nicht weg? Und warum holt sich Waldemar nicht zu essen? Öffnen. Ein Gericht nehmen. Wollte der wieder im Müll rumwühlen? Ich hab's doch genau gesehen. Er wollte wieder... Was hat er denn? Was hat er denn gegen das Essen hier im Kühlschrank? Öffnen? Dann vielleicht Würstchen und Bohnen? Passt dir das besser? Warum kommt er da nicht hin? Hier hingehen? Was? Warum kommt der hier nicht hin? Also das Haus ist super schön, ne? Ich finde das ja echt cool. Aber ich habe das Gefühl, irgendwie geht hier alles nicht mit rechten Dingen zu. Öffnen. Ein Gericht nehmen. Wo ist dein Problem, Waldemar? Ansonsten musst du was aus der Mülltonne essen. Ist dann auch okay. Ah, nee, es funktioniert. Okay, schön. Schön, schön. Und du stehst hier jetzt mit dem Handy rum, ne? Hm. 5 verschiedene Pflanzen weiterentwickeln. Ja, okay, pupst da erstmal ein bisschen rum. Das passt schon. Dann würde ich sagen, geh du doch mal nach Hause. Du darfst ja nichts im Haushalt machen, ne? Das ist so schade. Hat die Videospielfähigkeit erworben? Ja, schön und gut, aber ich weiß ja nicht. Darf er denn die Bücher wegräumen? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Dann setz dich doch einfach hier hin und quatsch ein bisschen mit dem Waldemar. Das wäre doch nett. Der sitzt da auch so alleine. Können wir ein bisschen über Interessen reden. Von Herzen das Kompliment, von Herzen kommend das Kompliment machen. Ich rede manchmal schneller, als ich denke. Ach, Waldemar. Oh. Du bist echt nicht so dick, wie ich dich erstellt habe. Warum? Da musst du auch erstmal überlegen, oder? Ach ja. So, James, komm ran hier, damit der Waldemar nicht so alleine ist. Setz dich einfach dazu und quatsch ein bisschen mit ihm. Müssten die hier nicht mal so langsam aufstehen? Hier. Schneewittchen, steh auf, meine Liebe. Kannst du hier zur Toilette gehen? Kannst das hier aufwischen? Kannst dir dann selbst was zu essen nehmen? Und dann kannst du aufräumen. Ja, dann kannst du den ganzen anderen Quatsch hier auch noch aufräumen. Sepp, was mit dir? Du bist eigentlich auch wach, ne? So gut wie. Also Hygiene, Blase. Gut, weißt du was, du stehst jetzt auch auf. Gehst dann hier zur Toilette. Manni kann von mir aus noch ein bisschen schlafen. Du bist auch wach? Jürgen, du bist auch wach. Dann kannst du dich hier hinsetzen und wieder ein bisschen Unfug treiben. Du bist auch wach und liest. Angeln sie dir? Nein. Kannst noch ein bisschen spielen. Du wirst jetzt gleich vermutlich ins Bett gehen. Und Günni. Günni muss dann gleich auch zum Klo. Die nehmen sich immer so viel Wasser neuerdings, ne? Das hatten wir schon in der Thief-Challenge. Immer dieses Wasser nehmen ständig. Sag mal, warum... Was ist da los? Sind die alle krank? Sind die alle krank? Warum? Weißt du, die pupsen wie wild rum. Und anscheinend ist denen schwindelig oder sonst was. Du bist da am Trainieren? Nee, du kannst hier wieder ein bisschen über Outfit spotten. Kannst du mal bitte machen. Sie hat ihr Custom-Content-Outfit an.
Du bist noch im Bett, okay. Ja gut, dann lasse ich dich noch ein bisschen. Jetzt zickt er wieder rum. So, über Karrierelügen entschuldigen. Getränk werfen, ja bitte. Bitte wirf ein Getränk, das möchte ich sehen. Komm schon, wirf ein Getränk. Ach, er wirft ein Getränk. Ach nee, er wirft ein Getränk. Ich wollte gerade schon sagen, kann das sein, dass wir ganz schön oft den James hier als Opfer haben? Spotten. Okay, also noch drei gemeine Interaktionen. Und er guckt sich das hier auch an. Oh Gott, ey. So, Tag verschönern. Dann könnte man Klopf-Klopf-Witz machen. Oh Gott, das ist irre, ey, mit so vielen Männern hier. Jetzt lachen die sich kaputt, oder wie? Ja, schön. Der Erich, ne? Der Erich, wow. Der Erich ist ein ganz ruhiger Geselle, der macht so sein Ding, die ganze Zeit schon, liest da in Ruhe die Bücher, alles ist schön und gut. So, Manni, aufstehen, dann bist du auch wach. So, ich würde aber sagen, das war's für diese Folge. Es ist jetzt 16:30, dann haben wir in der nächsten Folge tatsächlich, was machst du jetzt? Aufräumen, okay. Haben wir in der nächsten Folge tatsächlich erstmal drei Männer weniger, wenn die dann alle bei der Arbeit sind. Was ich ein bisschen gut finde und sie macht hier den ganzen Haushalt. Ja, und dann muss ich, wie gesagt, ich hoffe, ich bekomme es bis zur nächsten Folge hin, das Haus hier einigermaßen anständig oben zu bauen, damit das hier nicht mehr ganz so blöd ist. Und ja, ich hoffe, ihr seid dann in der nächsten Folge wieder mit dabei. Was macht sie jetzt? Spül doch einfach hier ab. Spül doch einfach hier ab, meine Liebe. Stell es doch nicht dahin. Nein, nein, stell es doch nicht dahin. Räum es doch einfach weg. Oh Gott. Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wie oft habe ich jetzt schon gesagt, ich würde sagen, ich weiß es nicht. Also, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss.